Morgen zusammen. Guten Morgen. Schwerer Unfall. Der Mann heißt Peter Heiß, 28. Der Notarzt sagt, er war sofort tot. Kein Wunder, wenn man da eingequetscht wird. Herr Wendler, der Chef hier. Wendler, hallo. Also ich kann mir das Ganze auch nicht erklären. Da muss irgendein Defekt an der Hydraulik vorliegen. Der Peter war ein erfahrener Mechaniker. Vorhin musste ich schon seine Freundin kontaktieren. Die beiden wollten demnächst heiraten. Hat jemand gesehen, wie das passiert ist? Nee, von uns keiner. Die Martina hat ihn gefunden, als sie heute kam. Martina Fechter, eine meiner Fahrerinnen, die Dame da drüben. Okay, dann rede ich erstmal mit ihr, ja. Vielen Dank. Er kann in die Gerichtsmedizin. Okay. Hallo, ich bin von der Kriminalpolizei. Sie sind Martina Fechter, richtig? Ja. Sie haben den Toten gefunden, ja? Ich habe den Schrei gehört. Er gerade gekommen und bin losgerannt. Zu spät. Peter war geklemmt zwischen Führerhaus und Achse. Ich kam später dazu. Martina hat versucht, das Führerhaus hochzufahren. Ich bin die Giulia Rossi. Die Hydraulik hat gesponnen. Erst ging es nicht. Der Peter war ein netter. Schrecklicher Unfall. Wir haben ihn dann zusammen auf den Boden gelegt. Er war tot. Bitte melden Sie sich heute bei uns im Kommissariat. Ja? Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Warum das denn? Der LKW wird kriminaltechnisch untersucht und Sie haben ihn sicherlich angefasst, oder? Das ist reine Routine. Und wir müssten mal im Büro reden. Das ist ein bisschen ruhiger. Ja, ja? Klar. Kommen Sie. Nehmen Sie ruhig Platz. Ja, danke. Möchten Sie einen Kaffee? Oh, momentan nicht. Ja. In diesem Fall ermitteln wir gerade. Ja, ich habe das auch schon gelesen heute. Furchtbar, dass eine Frau einer anderen Frau sowas antun kann. Ich hoffe, Sie schnappen diese Bestie bald. Ja, sagen Sie, war gestern eine Fahrerin von Ihnen auf der A99 unterwegs und gegen Mittag in der Nähe des Rastplatzes? Also, wenn Sie damit andeuten möchten, dass eine von meinen Fahrerinnen diese Autobahnbestie sein soll, vergessen Sie es, absurd. Nee, aber ich kann gern noch mal nachschauen im System. Die ganzen Touren sind hinterlegt. Ja, bitte. Wir überprüfen alle Speditionen. Ist ja auch möglich, dass jemand vorbeigekommen ist und das beobachtet hat. Warten Sie. Tatsächlich, zwei von meinen Fahrern waren in der Gegend, die Giulia und die Martina. Aber das heißt noch lange nichts. Das ist unsere Standardstrecke. Die fahren da ständig hoch und runter. Das sind beides Familienmenschen, glücklich verheiratet. Die Giulia hat eine kleine Tochter. Unmöglich. Die haben nichts damit zu tun. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Menschenskind Susa, komm her. Das tut mir alles schrecklich leid. Das ist die Susa Lehmann, die Verlobte von unserem Mechaniker. Ach ja, mein Beileid. Naseband von der Kripo. Sie sind von der Polizei? Ja. Kann ich Sie vielleicht kurz alleine sprechen? Ist okay, ich gehe. Ich mach mal Tür zu, ja? Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, wissen Sie, ich glaube, das war kein Unfall. Wir saßen gestern auf der Couch und dann kam dieser Fahndungsaufruf und auf einmal war er komplett komisch. Er meinte, er hätte irgendwie einen Verdacht. Ein Verdacht? Jemand von hier? Er hat's mir nicht gesagt. Er war total durch den Wind und dann ist so viel passiert. Und keine Ahnung. Und jetzt heute ist er tot und ich meine, das kann doch alles kein Zufall sein. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Kommen Sie, Frau Lehmann, ich fahre Sie nach Hause, ja? Ich muss nur kurz meiner Kollegin Bescheid sagen. Warten Sie doch draußen auf mich. Jo, Dani, ich bin's. Du, wir treffen uns gleich in der KTU, ja? Okay, bis gleich. Jo, ciao. Ich hasse diese Wischiwaschi-Aussagen. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch ein Tötungsdelikt. Könnte ein Defekt an der Hydraulik gewesen sein, aber könnte auch jemand manuell bedient haben. Boah. Ärger dich nicht, wir können es eh nicht ändern. Ich glaube, der Mechaniker hatte eine von den beiden Truckerinnen unter Verdacht. Ich meine, die Haarfarbe stimmt bei beiden, die Augenfarbe. Die waren beide zur Tatzeit auf der betreffenden Autobahn unterwegs. Und dann noch die Aussage der Freundin. Ja, die leider auch nur wischiwaschi war. Dafür kriegen wir niemals einen Beschluss für eine DNA-Entnahme. Nee, leider nicht. Am liebsten würde ich denen einfach ein Haar klauen. Mhm. Da bringst du mich auf eine Idee. Und die wäre? Wenn wirklich eine von den beiden Frauen die Täterin ist, dann hat sie da bestimmt in ihrem LKW den Elektroschocker, das Tatmesser oder diesen Dildo versteckt. Oder vielleicht sogar alles. Und du hast doch einen LKW-Führerschein. Ja. Du willst, dass ich mich unter die Fahrer mische.
Traust du dir denn zu, mit so großen Geräten umzugehen? Von was für einem Gerät sprichst du? Daniela, komm arbeiten. Martina, kommst du mal bitte kurz runter? Julia, komm du auch her. Das ist die Dani, eure neue Kollegin. Hi. Hi, hallo, schön euch kennenzulernen und dass ich nicht die einzige Frau bin. Du, Martina, ich möchte, dass ihr erstmal zusammen die Berlin-Tour fahrt. Ja, so eine Art Probefahrt, würde ich sagen. Dass du einfach mal siehst, was sie auf dem Kasten hat. Muss dann auch gleich wieder los. Gute Fahrt. Dankeschön, tschüss. Seid bitte ein bisschen gnädig mit mir. Seit der Geburt meiner Tochter vor 4 Jahren habe ich in keinem LKW mehr gesessen. Ach, das verlernt man nicht. Ein echter Truck hat das in Blut. Was für Bulle schon wieder hier. Tag, neue Fahrerin. Ja, ich habe gleich meine erste Fahrt. Ah, sehr viel Glück. Ihr Chef hat mir gesagt, dass Sie gestern Mittag beide an einem Rastplatz vorbeigekommen sind, wo diese schreckliche Sache passiert ist. Kann sein. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Haben Sie denn irgendwas Verdächtiges bemerkt, beobachtet? Habe nichts gesehen. Und du? Dann war's es auch schon. Schönen Tag noch. Nicht, dass er noch eine von uns für die Autobahnkillerin hält. Auf geht's. Dankeschön. Fahr dich ein. Dann holen wir unsere Ladung. Sag mal, wie lange bist du eigentlich schon LKW-Fahrerin? Ach, über 20 Jahre. Also ich fand's ja manchmal auch hart, immer unterwegs zu sein, die Nächte allein in der Koje. Vermisst du da nicht manchmal deinen Mann? Also ich habe meinen damals schon vermisst. Dann bleib doch daheim bei deinem Macke. Was willst du denn hier? Na, LKW fahren. Das habe ich ja auch vermisst. Also irgendwie vermisse ich halt immer irgendwas. Schon krass, oder? Dass eine LKW-Fahrerin eine Killerin ist und andere Frauen vergewaltigt. Warum tut eine Frau sowas anderen Frauen an? Was glaubst du? Vielleicht ist das ja eine Transe und hasst alle richtigen Frauen. Ah, du nervst. Jetzt halt in die Klappe. Dani, ich höre dich nicht mehr. Wir uns anschweigen, oder was? Scheiße, was ist das denn, Mann? Fahr da auf den Rastplatz. Die Verbindung ist irgendwie weg. Warum? Weil ich mein muss. Was ist das denn? Oder willst du das noch genauer wissen? Scheiße, Mann! Scheiße! Fuck! Scheiße, 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 Mann! Dani, ich hab die Ausfahrt verpasst. Ich komm so schnell, wie es geht, ja? Ich bin gleich wieder da. Michael, schau mich jetzt hier mal um. So wie die reagiert hat, mit der stimmt doch was nicht. Tja, ich hab den Dildo gefunden. Du miese, neugierige, Schlampe! Leitstelle vom K11. Ich brauch dringend Unterstützung zur Raststätte Vaterstätten. Ich wiederhole, dringend Unterstützung Raststätte Vaterstätten. Scheiße! Hast du die Frauen getötet? Richtig, Schätzchen. Nur leider kein Glück für dich. Und der Mechaniker? Weil er meine schönen Riesendilden bei einer Reparatur gesehen hat. Hat er noch blöde Witz gemacht, der Idiot. Aber als dann das alles durch Fernseher ging und ich morgen seinen Blick gesehen habe. Weißt du was? Ich werde einfach behaupten, dass du auf einem Rastplatz verschwunden bist. Spurlos. Einfach so. Jetzt suche ich für uns ein ruhiges Plätzchen, damit du am eigenen Körper erfährst, wie ich es hasse, eine Frau zu sein. Gott ist schuld, dass er aus mir eine Frau gemacht hat.
Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Und ganz langsam raus aus der Karre. Ganz langsam. Raus da! An den Wagen. Die Hände daran. Sie sind vorläufig festgenommen. Möchtest du ins Präsidium? Willkommen. Dani, bist du da? Hey. Das war knapp. Ja, kann man wohl sagen, ne? Danke dir. Gern geschehen. Du machst ja Sachen. Truckerbraut.